Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen eine kleine Videoreihe und zwar arbeite ich in dieser ganzen Reihe mit ganz wenig Produkten. Ich arbeite nur mit 3 Farben, mit 2 Stempelkissen, mit einem einzigen Stempelset und ich möchte euch ganz viele unterschiedliche Kartenideen dazu geben. Heute im Video machen wir eine Trauerkarte. Leider muss es auch zu diesem traurigen Anlass immer Karten geben und ich finde, das ist eine sehr schöne, elegante und sehr schlichte Karte. Das mag ich an Trauerkarten, wenn die eher schlicht gehalten sind. Und dieses Stempelset, mit dem ich heute arbeite, das zeige ich euch gleich. Das hat hier wunderschöne Sprüche. Möge dein Herz in der schweren Zeit von Liebe und Trost umgeben sein. Vielleicht kann so eine Karte ein bisschen Trost spenden. Und jetzt zeige ich euch die Karten, die wir bereits gemacht haben. Kurz noch zum Stempelset. Das Stempelset heißt Blühende Worte. Das ist ein Stempelset mit ganz vielen Sprüchen und auch ein paar Hintergrundstempeln und Blumen. Das hier ist die Bestellnummer, die habe ich leider noch nicht da drauf geschrieben. Und auch wenn ihr das Stempelset nicht habt, sind in diesen Videos bestimmt die ein oder anderen Tricks dabei, wie man eine Karte umgestalten kann und was man noch so alles machen kann. Und das letzte oder das erste Video in der Reihe war eine Hochzeitskarte, diese hier. Schlicht und elegant. Die zweite Karte, da muss ich euch auch 2 Varianten zeigen, weil wir haben einmal hier die Schmetterlingskarte. Könnte zum Geburtstag sein oder auch für ein Baby. Und hier haben wir die definitive Babykarte mit dem kleinen Schutzengelchen hier drauf, das aus der Blüte gestaltet wurde von mir. Und mit dem Heiligenschein, ist ja klar. Also das ist eher die Babykarte, würde ich sagen. Und dann haben wir im letzten Video noch diese wunderschöne Karte gemacht. Das ist jetzt eher so die Geburtstagskarte oder die Glückwunschkarte. Genau, die ist so gestaltet. Und bei diesem Video habe ich euch gezeigt, wie man dieselbe Kartenform quasi quer und hochkant benutzen kann. Also das ist die ganz gleiche Karte, nur wird sie unterschiedlich aufgemacht. So ist es mit diesen 2 Karten und so ist es eben auch mit diesen 2 Karten. Und wir machen jetzt eben die Trauerkarte mit dem gleichen Kartenformat wie mit dieser Glückwunschkarte. Ich habe euch ja wieder einen kleinen Maßplan geschrieben sozusagen. Also alle Karten, die ihr bis jetzt gesehen habt, sind im Grundmaß, so wie ihr sie in ein Kuvert packen könnt, 14 x 10,5 cm. Und diese Karte hatte jetzt das Grundmaß von 28 cm oder hat das Grundmaß von 28 cm. Dieser Bereich ist 28 cm, gefalzt bei der Hälfte, also bei 14 cm. Und in der Breite ist die Karte 10,5. Also 10,5 gefalzt bei 14 cm. Und den Rest schneiden wir uns jetzt zu. Also die Grundkarte haben wir quasi vom letzten Mal schon. Und den Rest brauchen wir. Wir brauchen jetzt noch Flüsterweiß und Granit. Wir bleiben in diesem Farbkonzept und arbeiten eben nur mit diesen Farben. Die Bestellnummern, die halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Wir haben hier Granit und Flüsterweiß. Und dann brauchen wir unseren Papierschneider. Und schneiden uns jetzt ein Stück Flüsterweiß zu. Auf das Maß 12,7 x 9,2. Das ist jetzt mal ein bisschen anderes Maß, wie wir es so in den letzten Videos hatten. Also ich mache es jetzt von der Breite 9,2. Das heißt, ich lege es mir hier bei 9,2 an und schneide mir mit der dunklen Klinge den Streifen ab und kürze mir dann die Länge noch ein auf 12,7 cm. Also hier wieder bei 12,7 anlegen, mit der dunklen Klinge schneiden, mit der hellen Klinge falzen. Und dann nehme ich mir noch ein Stück Granit und schneide mir dieses zu auf 12,5 x 9 cm. Also ich lege jetzt die lange Seite oben an. Ich habe jetzt ein ganzes A4-Papier und lege mir das jetzt hier bei 12,5 an. Und dann kürze ich mir noch die andere Seite ein auf 9 cm. So schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt testen wir das auch noch mal ganz kurz. Also diese Mattung nennt man das, wenn das solche Aufleger sind, die soll eben nur so einen ganz kleinen weißen Rahmen haben, aber einen großen äußeren Rahmen hier außenrum. Also so ist der Kartenaufbau. Das passt. Hier sind noch mal ganz kurz die Maße für euch. Und was wir dann noch brauchen, ist einfach ein Reststück in Granit und das werden wir jetzt als erstes mal bestempeln. Ich nehme mir mal noch mal das Granit als Stempelfarbe. Hier ist die Bestellnummer. Und zeige ich euch nochmal, wie man diese Stempelkissen aufmacht. Einmal nach oben ziehen, nicht reinlangen, ich habe es schon wieder geschafft. Und dann nach vorne schieben. So,
Okay, dann nehme ich mir zuerst mal ein Schmierpapier unten rein. Ich fange jetzt zuerst an mit diesem Aufleger, also mit diesem Teilchen, das wir uns gerade zugeschnitten haben, und stempel mir den Hintergrund auf. Und da habe ich jetzt einmal die Blüte benutzt und einmal die Blätter. Dann nehme ich mir nochmal mein Stempelset und nehme mir die Blätter einmal raus. Die Blüte habe ich schon aufgezogen auf den großen. Ah, ich habe den Spruch auch schon aufgezogen. Dann fangen wir mit dem Spruch an. Mit tiefem Mitgefühl ist der Spruch. Ein wirklich sehr schöner Spruch. Dann nehme ich mir die Farbe auf und stempel mir den jetzt einmal hier relativ mittig auf, weil wir uns den jetzt gleich mal ausstanzen. Dafür nehmen wir jetzt unsere Stanze, Etikett für jede Gelegenheit. Das ist eben eine andere Stanze wie auf meiner Beispielkarte. Da habe ich mich ja nochmal umentschieden. Und ich stempel mir den jetzt schon mittig, ja, so ein bisschen nach rechts. Und wenn man nicht ganz gerade aufgestempelt hat, ist es eben mit dem Stanzen perfekt, weil das kann man jetzt einfach noch ganz locker ausstanzen. So, dass ihr das immer so rumhaltet. Ich habe ja noch gar nicht die Stanze richtig gezeigt. Doch das, dass ihr euch das aufstempelt und dann nach oben haltet, seht ihr genau, was ihr euch da ausstanzt. Das ist einfach total praktisch. Also nie so rum ausstanzen, das wäre ein Quatsch. Okay, also das haben wir uns schon mal ausgestempelt. Da zeige ich euch gleich einen Tipp. Und dann kann ich mir meinen Stempelblock für mein Blatt benutzen. Das stempel ich mir jetzt auch einmal hier auf. Das schneiden wir uns jetzt gleich noch aus. Und dann stempel ich mir jetzt den Hintergrund. Und zwar habe ich jetzt hier einmal die Blüte. Da immer kurz gucken, ob man alles erwischt hat. Ja, so ist ganz gut. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen gewackelt, ein bisschen zu tief eingedrückt und dann habe ich hier so einen Rand. Jetzt muss ich mir das ganz gerade aufstempeln und darf dann nicht so abknicken. Das ist eben das, wenn man so große Stempelblöcke verwendet, der ist ja eigentlich fast ein bisschen zu groß, muss man da eben besonders aufpassen. Okay, einmal abstempeln und das Ganze nochmal machen. Und den zweiten, den setze ich mir jetzt hier so unten, dass er noch so leicht reinkommt in diese Karte auf. Und dann nehme ich mir nochmal das Blattwerk und stempel mir das hier noch so. Zu meinen Blüten dazu. Und dann habe ich es auch so gemacht, dass ich auf meiner Innenkarte auch gestempelt habe. Das machen wir jetzt auch. Wichtig ist, wir falzen uns zuerst die Karte. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ihr wisst es, dieser kleine, ganz leichte Hügel, der muss immer nach innen. Dann lege ich mir das schön aufeinander hier. Schnapp mir meinen Papierfalter und falze mir das hier noch so schön nach. Und jetzt weiß ich auch, welche Seite innen ist. Also das ist meine Innenseite. Und da kommt jetzt noch der wunderschöne Spruch und auch nochmal zwei Blätter hin. Den Spruch habe ich mir einmal aufgezogen und stempel mir das jetzt auch wieder in Granit ab. Also wir bleiben heute einfach nur bei Granit als Stempelfarbe. Versuchen gerade zu stempeln. Ja, hat geklappt. Und dann nehmen wir uns nochmal das Blatt auf, drücken den nur gut an und stempeln jetzt nochmal hier unten so ein bisschen rein. Und hier oben noch so ein bisschen, dass der Spruch einfach noch so ein bisschen umrahmt ist. So, finde ich es ganz schön. Muss aber nicht immer mittig sein oder so, sondern ich finde, es macht sich ganz gut, wenn das so ein bisschen versetzt ist. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar, ich packe mal nur kurz die Sprüche auf die Seite. Ihr seht jetzt zum Beispiel auf der Beispielkarte hier, das ist so ein bisschen ein dunklerer Rand außenrum. Und das habe ich auch beim Etikett gemacht. Und das machen wir jetzt auch, und zwar einfach nur mit dem Stempelkissen. Normalerweise benutzt man da diese Fingerschwämmchen, die man auf die Finger aufnehmen kann. Geht damit in die Farbe, in die Stempelfarbe und tupft es dann einmal so außenrum. Aber ich habe ja gesagt, ich mache das eben nur mit den Sachen, die ich euch empfohlen habe. Und deswegen machen wir das jetzt mit dem Stempelkissen. Ich sage es euch gleich, das ist ein bisschen schwieriger. Ich habe da auch nicht so viel Übung drin, aber das bekommt eben noch diesen speziellen Charakter. Ich gehe jetzt hier einfach mit meiner ausgestanzten Kartenform, mit meinem ausgestanzten Etikett, so noch einfach hier so ein bisschen rein. Und eben auch hier so am Rand. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also das geht dann schon ein bisschen innen rein auch, aber das hat eigentlich einen schönen Charakter. Also das ist schon ein bisschen elegant auch. Also
Nicht zu viel machen, nicht, dass es so schmutzig wirkt oder so vintage angehaucht, das ist ja auch oft so. Nur so leicht. Und das mache ich eben jetzt auch bei meiner Grundkarte. Und da mache ich es einfach so, dass ich hier so eigentlich nur hier diese Außenrand mache und nur so ganz schräg mir das hier halte, dass ich noch so ein bisschen innen reingehe, aber eher weniger. Also es reicht fast, wenn man das nur nach außen hin macht. Genau. Also das soll auch so ein bisschen der Trick hinter dieser ganzen Reihe auch sein, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Trick noch mitnehmen könnt. Auch wenn ihr vielleicht schon erfahrene Bastler seid, könnt ihr euch die Videos trotzdem anschauen. Also die sollen schon dafür da sein, dass ihr dann einfach auch hier und da mal noch einen kleinen Trick von mir mitbekommt. Und dann schneide ich mir mein Papier, mein Blattwerk aus. Ich habe jetzt hier wieder einen kleinen Rahmen gelassen und ja, ich habe jetzt wirklich in jeder Serie geschnitten. Ich müsste immer besser werden. Also ich hoffe, dass das jetzt was wird hier. Das ist auch eine einfache Form. Meine Tricks zum Schneiden habe ich euch schon verraten. Am besten das Papier bewegen und nicht die Schere und am besten konzentrieren. Ich glaube, das ist der allerbeste Tipp, Konzentration beim Ausschneiden. Darf ich auch nicht so viel quatschen. Aber wir waren jetzt wirklich gut mit dem Ausschneiden. Das ist ein anspruchsloseres Blattwerk zum Ausschneiden. Und was ich jetzt noch mache als kleinen Tipp für euch, wenn man so eine Mattung nicht sieht, wie hier das weiße Papier, das sieht man ja jetzt gleich nicht mehr, stanze ich mir da einfach, um ein bisschen Papier zu sparen, zwei Etiketten aus. Die Etiketten brauchen wir dann vielleicht beim nächsten Mal wieder, also gut aufheben. Also wir brauchen eins auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und durch das, dass wir das nachher hier drüber kleben, sieht man das nicht mehr und wir haben ein bisschen Papier gespart. Also ich sollte heute auch wirklich viele Tipps mitnehmen, so ist es nicht. Dann nehme ich mir den Flüssigkleber und gehe mit ganz wenig Kleber hier so einmal außenrum und klebe mir das jetzt hier schön auf meine Karte. Achtung, wir haben diesmal einen anderen Rand, das bin ich gar nicht gewohnt, muss ich selber aufpassen. Also einen größeren äußeren Rand außenrum lassen und bevor ihr das aufklebt, immer schauen, dass eure Innenseite wirklich am richtigen Ort klebt, liegt. Und dann noch die graue drüber. Und durch das, dass wir uns das so, na, müssen wir gucken, dass das jetzt ein ganz kleiner Rand ist nur. Durch das, dass wir uns das jetzt am Rand mit der Stempelfarbe noch so ein bisschen geschwärzt haben, wirkt es noch ein bisschen dimensionaler. Und das macht sich ganz gut. Ich nehme mal wieder einen Papierfalter drüber. Okay, und dann machen wir das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen. Ich brauche ein neues Garn, meins ist leer. Ich habe jetzt ein neues Garn genommen. Also das ist dieses Metallic Flair in Silber. Und ja, ich mache jetzt wieder einen Kreis. Aber es kommt auch noch eine Idee, wo ich keinen Kreis mache. Okay, also der letzte Kreis für diese Reihe. Jetzt kommen noch zwei Ideen. Ich nehme mir das wieder zwischen Daumen und Zeigefinger und wickele mir das ein paar Mal um meine drei Finger hier. Schneide mir das dann ab. Das macht immer noch so einen ganz feinen, zarten Effekt auf der Karte, finde ich. Und das klebe ich mir dann auf den Klebepunkt. Also wenn ihr euch jetzt wundert und die anderen Videos dazu noch nicht gesehen habt, ich mache das halt in jedem Video in dieser Reihe. Aber ich habe mir da ja auch zum Ziel gesetzt, eben nur mit einem bestimmten Produkt Volumen zu arbeiten und da muss ich das natürlich auch nutzen. Und es ist wunderschön. Ich finde es unglaublich schön mit diesem kleinen Garn. Ich hoffe, dass das nie aus dem Sortiment genommen wird. Das ist mir total wichtig. Bestellt alle dieses Garn, damit es nie rausgenommen wird, bitte. Okay. Dann nehme ich mir hinten Dimensionist drauf, zwei Stück. Und klebe mir das hier unter mein Etikett. Und klebe mir das Ganze dann hier so ein bisschen. Ja, ich würde schon fast sagen, relativ fast schon mittig, ein bisschen nach rechts so auf. Finde ich jetzt ganz schön, so ein bisschen so umrahmt von den Blüten. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Klebepunkt drauf auf unser Blattwerk und kleben das hier unten noch rein.
vorsichtig, das ist auch kurz. Man muss da kurz draufbleiben, dass es auch anklebt mit dem Flüssigkleber. Und dann fehlen nur noch unsere Perlchen. Und dann sind wir auch schon fertig. Also, ich habe jetzt hier auch wieder eine große Perle, die ich hier oben so hinsetze. Eine kleine Perle hier unten. Und noch eine hier so zwischen rein. Ihr könnt auch manchmal so eine Perle einfach auf so ein Stück Garn kleben. Dann könnt ihr das ein bisschen fixieren und das schaut immer ganz schön aus. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr den Unterschied. Also wir haben hier ein unterschiedliches Etikett. Ich möchte jetzt bei diesem bleiben, weil ich euch mit dem noch ganz viele Ideen zeige. Grundsätzlich gefällt mir das Etikett auch sehr, sehr gut. Hier ist dieser Rahmen noch ein bisschen mehr nach innen gegangen. Da bin ich mit dem Stempelkissen noch ein bisschen weiter nach innen gegangen. Hier ist es eher äußerlich, ein bisschen dezenter ist es auf jeden Fall. Ich finde die Karten beide sehr schön. Die sind sehr schlicht und mit einem schönen Spruch helfen sie hoffentlich ein kleines bisschen. Mit einem kleinen Spruch trösten sie hoffentlich ein kleines bisschen für dieses traurige Thema. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!